Hi, heute geht's an einen Bomber aus dem Zweiten Weltkrieg. Schön, dass ihr denkt, das ist eine neue Folge hier bei den Simpsons. Wir sind immer noch bei der Rommelwood Akademie dabei und heute wollen wir ein kleines Deko-Objekt auf unserem Gelände bauen. Und zwar in der Folge von unserer Akademie wurde Bart und Lisa an den Propellern eines alten, ja, Militärbombers befestigt und wurden da dann, ja, würde ich mal sagen, umhergewirbelt. Ja, diesen Bomber wollen wir uns heute basteln aus der Spiele-Variation, würde ich mal sagen. Da hat man eigentlich das beste Bild davon, aber man kann es auch den Folgen nehmen. An sich ist es beides halt das Gleiche. Um mit unserem Bomber zu beginnen, holen wir uns einfach mal ein bisschen gelben Beton raus, denn Schwarzeichen-Zauntor, dann würde ich mal sagen, schwarze Betonblöcke holen wir uns raus, Schwarzeichenholztreppen, davon nochmal den Zaun. Ja, und dann würden wir erstmal so ein bisschen die Markierung für unseren Bomber setzen. Und zwar wollen wir den ganz einfach mal einzäunen. In der Folge war der auch eingezäunt. Und dann nehmen wir erstmal den gelben Beton und setzen uns ein paar Markierungen. So, wir machen erstmal die Vorderseite. Da lassen wir zu jedem Betonblock insgesamt 7 Blöcke Platz. Also 7 Blöcke lassen wir Platz auf der Vorderseite. Das heißt, insgesamt machen wir davon denn 5 Blöcke hin. Und dazwischen immer, wie gesagt, 7 Blöcke Platz lassen. So, wenn wir denn die Vorderreihe haben, geht es an die Seiten. Da lassen wir jetzt aber nicht dazwischen jeweils 7 Blöcke Platz, sondern immer nur 5 Blöcke Platz. Ja, an den Seiten, wie gesagt, 5 Blöcke Platz lassen. So, davon machen wir dann auch wieder jeweils 5 Blöcke hin. So, wenn wir denn die hier auf der Seite haben, ziehen wir dann natürlich auf der Rückseite wieder 5 Blöcke lang. Na, immer mit den Abständen von 7 und an den Seiten denn mit 5. Wenn wir das soweit haben, schnappen wir jetzt unser Schwarzeichen-Zauntor und wollen das Ganze miteinander verbinden und können jetzt hier einfach dazwischen so ein Seil uns einfach mal ziehen mit dem Zauntor. Ja, so, da ziehen wir uns natürlich überall einmal lang. Wenn wir das Ganze dann eingezäunt haben, haben wir jetzt den Bereich erschaffen, wo wir den Bomber auch basteln möchten. So, dann beginnen wir erstmal mit den Rädern von unserem Bomber. Ich suche mir jetzt eine Vorder- oder Rückseite aus. Eine Vorder- und Rückseite ist jeweils die Seite, wo wir dazwischen immer 7 Blöcke Platz gelassen haben. Wir haben ja an jeder Seite 5 gelbe Betonblöcke platziert. Auf der Rückseite suchen wir uns dann einmal die Mitte aus und da lasse ich jetzt einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke Abstand zum gelben Betonblock und setze mir dann einen schwarzen Betonblock hin. So, jetzt gehe ich von dem dann wieder ein bisschen weiter nach vorne und setze da dann ein, also lasse erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke Platz. Ich setze mir jetzt einmal erstmal einen als Markierung hin und gehe dann jeweils zu den Seiten und lasse da nochmal 2 Blöcke Abstand. So, Markierung können wir dann weghauen. Wenn wir das dann soweit haben, geht es jetzt an unsere Treppen und normalen Zaun ran. Ich setze jetzt einfach mal, würde ich mal sagen, auf jeden unserer schwarzen Betonblöcke einen Zaun drauf. Auf diesen einen, den wir hier hinten haben, setze ich einfach mal genau davor noch eine umgedrehte Treppe hin. Und dann bei den anderen zwei jeweils nach innen gerichtet hier zu den Seiten setze ich mir nochmal 2 umgedrehte Treppen hin. Auf diesen 2 Betonblöcken, die wir hier vorne haben, setze ich noch jeweils 2-mal so einen Zaun rauf. Und wenn wir das so weit haben, können wir dieses Blockmaterial erstmal wegtun. Um unseren Bomber weiterzubauen, holen wir uns dann einfach mal ein bisschen hellgrauen Beton raus. Ein Steinblock, davon nochmal die Treppe, wie gesagt, und die Stufe. Dann würde ich mal sagen, holen wir als Glasblöcke einfach mal türkises Glas raus oder nimmst einfach mal das Glas, was du auch für alle anderen Blöcke, also für alle anderen Gebäude benutzt hast, für die Fenster. Ja, dann holen wir uns einfach noch einen Steinknopf raus, dann einen Hebel, dann würde ich mal sagen Eichenzaun und Eichenzaunter, aber die Farbe kann sich auch, sage ich mal, ändern, kommt halt wieder auf deinen Geschmack an. Wir beginnen erstmal mit unseren Steinstufen. Wir fliegen jetzt hier einmal auf die Rückseite hin. Da platzieren wir jetzt an unserer vordersten Treppe hier, also an der einzigen Treppe hier, einfach mal Steinstufen. Die ziehen wir uns dann einmal bis nach vorne weg und lassen, würde ich mal sagen, eine Blockreihe frei. Da müssen wir nicht so viel zählen. Und dann setzen wir hier hinter am Zaun, würde ich mal sagen, noch 3 weitere Stufen ran. So, wenn wir das Ganze dann erstmal hier haben, geht es weiter mit unserem hellgrauen Betonblock. Da würde ich mal sagen, setzen wir hier einfach mal auf unseren Zaunstumpf hier einfach mal, würde ich mal sagen, 3 Betonblöcke hier hin, so dass zu jeder Seite einer übersteht. So, das Ganze können wir jetzt so ein bisschen nach vorne ziehen und zwar so viel, dass sie, sage ich mal, ich hau hier wieder alles kaputt. Nein, ich sage einfach mal so, dass sie jetzt, sage ich mal, hier bei unserem vorderen Rad hier noch, würde ich mal sagen, 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke überstehen. Kann man immer hier nochmal so gucken. Jo, 5 Blöcke überstehen und so, dass wir dann hier vorne noch 2 weitere Stufen haben. So, jetzt können wir insgesamt hier, da sage ich mal, die Fläche natürlich einmal ausfüllen, aber wir wollen es nicht nur ausfüllen, sondern auch ein bisschen hochziehen und zwar wollen wir das Ganze auch auf eine Höhe von 3 machen. Also haben wir dann hier insgesamt so ein normales Viereck, ne? Sagen wir mal, auf jeder Seite haben wir dann hier 3. So, und dann können wir diesen Klotz einmal komplett ausfüllen. Wenn wir das soweit haben, geht es weiter auf unserer Vorderseite, da wo wir noch 2 Steinstufen überstehen haben. Da setzen wir jeweils 2 Blöcke an den Seiten hin und einen oben in der Mitte.
Wenn wir das dann auf der Vorderseite soweit haben, geht es jetzt auf die Rückseite. Da platziere ich mir jetzt hier oben dran noch 1, 2, 3, 4 Blöcke insgesamt. Das Ganze mache ich mir hier aber nicht auf eine 3er-Höhe, sondern nur auf eine 2er-Höhe und kann mir das dann hier komplett einmal nach hinten ziehen. Wenn wir das dann so nach hinten gezogen haben, setze ich mir hinten auf der Mitte noch so eine kleine Pyramide rauf und dann forme ich mir hier hinten, würde man sagen, nochmal hier so 3 Blöcke unten hin und dann nochmal eine gerade nach oben weg. Weiter geht's denn, dass wir, sag ich mal, jetzt hier an der Seite noch jeweils 2 weitere Blöcke einfach mal hier so ein bisschen überstehen lassen zu den Seiten weg. Und dann hier unter ziehe ich mir noch in der Mitte nochmal eine weitere Betonreihe lang, so aber, dass hinten noch eine Blockreihe übersteht. Wenn wir das hinten soweit haben, geht das wieder auf der Vorderseite weiter. Wir lassen jetzt hier vorne, würde ich mal sagen, 1, 2, 3, 4 Blöcke Platz und dann setze ich mir 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke insgesamt hin. Das können wir hier dann einmal komplett seitlich ausfüllen. Wenn wir das dann soweit haben, setzen wir dahinter noch 1, 2, 3, 4 weitere Blöcke ran. Weiter geht's dann jetzt, dass wir die Tragflächen von unseren alten Bomber und Zeichnen an den Seiten. Wir gucken jetzt einfach mal, wir hatten hier, sag ich mal, das hier uns gerade eben lang gezogen und zwar genau eine Reihe davor. Würde ich mal sagen, lassen wir oben wie unten noch eine Blockreihe Platz und setzen uns denn jetzt hier, würde ich mal sagen, 3 Blöcke hin. Dieses Spiel machen wir jetzt eigentlich immer zu und zwar insgesamt 4-mal. So, ich zeichne euch das hier einfach mal so leicht an. Also jedenfalls, wir gehen dann immer so 3-mal schräg dann wieder zur Seite einmal weg. Wie gesagt, das machen wir 4-mal. So. Zack, habe ich das Ganze 4-mal mir gemacht. Ich mache jetzt hier beim letzten vierten noch, da würde ich mal sagen, eine zweite Reihe dahinter und kann das Ganze denn hier auch wieder zum Flugzeug einmal hinziehen. Und wenn ich das hier hingezogen habe, kann ich hier die Mitte einmal noch ausfüllen. Wenn wir das soweit haben, gehen wir jetzt einmal auf die andere Seite und wollen uns das Ganze nochmal hier ziehen. Also wir hatten ja oben uns das hier markiert, ne, oder hingezogen. Jeweils eine Blockreihe davor. Geht's los, dass wir jetzt hier erstmal den ersten Dreier machen, dann den zweiten Dreier, dritten Dreier und vierten Dreier. Wenn wir das dann haben, setzen wir natürlich auch hier wieder beim letzten Dreier einfach noch eine zweite Schicht hinter dran und können das Ganze dann wieder mit dem Flugzeug verbinden und dann natürlich ausfüllen. Wir bleiben noch bei unseren hellgrauen Beton und fliegen wieder zu den Tragflächen und ich setze mir jetzt nicht hier bei der ersten Dreierschicht, sondern bei der zweiten Dreierschicht gleich hier nach der ersten setze ich mir noch 1, 2, 3 weitere hellgraue Betonblöcke ran. Dann lasse ich 1, 2, 3, 4 Blöcke dazwischen Platz und setze mir dann nochmal 2 weitere ran. So, auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Also wir haben ja den ersten Dreier, den zweiten Dreier setze ich mir 1, 2, 3 Blöcke ran. Dann lasse ich mir dazwischen, wie gesagt, 4 Blöcke Platz und setze mir dann hier wieder 2 weitere Blöcke ran. Weiter geht's nun mit unseren Glasblöcken. Da setze ich mir jetzt hier auf der Vorderseite jeweils 2 Blöcke hier einfach mal auf unseren einen Betonblock ran. Vorne hier dann verbinde ich mir das Ganze einmal und setze das noch einmal auf die Stufe rauf. Nun geht's weiter, dass wir das Cockpit uns zeichnen. Ich setze mir jetzt hier oben an dieser Ebene, die wir haben, auf jeder Seite nochmal 2 weitere Blöcke ran und ganz vorne in der Mitte nochmal ein. Dann platzieren wir uns nochmal 2 weitere Glasblöcke hier so ein bisschen schräg da über drauf. Ne, einmal hier auf unsere graue Betonschicht und dann einen so, dass wir denn hier reingeht. Wenn wir das soweit haben mit unseren Glasblöcken, geht es jetzt so langsam, dass wir unsere Steinstufen und Steintreppen verwenden. Wir beginnen auf der Vorderseite, dass wir uns hier erstmal so seitlich da einfach mal 2 umgedrehte Treppen hier einmal dran platzieren. Obendrauf würde ich mal sagen, setzen wir uns 2 Stufen hin. Ganz vorne in der Mitte machen wir nochmal eine Stufe hin. Das gleiche Spiel dann hier nochmal bei diesen Glasblöcken, dass wir davor auch nochmal so 3 weitere Stufen uns einmal platzieren. So, dann würde ich mal sagen, setzen wir hier oben bei diesen 2 Glasblöcken, die wir haben, so die Treppen so ran, dass sie sich hier so ein bisschen nach hinten anschmiegen, ob sie das hier so ein bisschen halten mögen. Dann können wir hier noch vor unseren ganzen Glasblöcken, ich mache hier einfach mal das zu mit den Glasblöcken auch so ein bisschen, nochmal überall noch ein paar Stufen rauf. So, und ganz hier oben bei diesen Glasblöcken setze ich mir auch nochmal Stufen rauf. Wenn wir das soweit haben, würde ich mal sagen, setzen wir die Stufen auch noch hier hinten einmal so zack bis hier hinten ran, aber nicht denn auf diesen Vierer hier, einfach nur dann hier oben die Fläche füllen wir damit aus. Dann setze ich mir jeweils 2 Steintreppen so an, dass sie mit dem Rückwand hier dran sind. Und dann setze ich mir die Steintreppen so ein bisschen nach vorne und so, dass sie sehen, sag ich mal, hier vorne wieder sich so mit dem Block anecken. Weiter geht's dann, dass wir, sag ich mal, hier am letzten Block dann wieder eine normale Treppe machen. Denn auch hier auf der gegenüberliegenden Seite machen wir eine normale Treppe. Stufe verbindet das Ganze. Und dann gehen wir hier dann auch wieder mit einer Treppe hoch und 2 Stufen dann hier oben drauf. Wir bleiben gleich wieder bei unseren Steintreppen und zwar setze ich mir jetzt hier unten jeweils so eine Treppe ran, die dann hier mit der Rückwand da anschließt. Und dann setze ich mir, würde ich mal sagen, 2 Treppen so normal umgedreht ran und die letzte, sodass sie hier wieder sich mit diesem einen Block verbindet. Ja, gut erklärt. So, das machen wir auf der anderen Seite natürlich genauso. Und dann platzieren wir, würde ich mal sagen, hier auf der Rückseite auch nochmal so 2 normale Treppen. Einfach hier so ein bisschen ran, ne, dass es hier so ein bisschen abschließt. Und wir könnten dann hier noch unten in der Mitte noch eine Stufe uns platzieren. Dann wollen wir mal die hinteren Tragflächen hier von unserem
Steuerruder oder wie das heißt beim Flieger, noch ein bisschen bearbeiten. Wir hatten ja, wie gesagt, zwei Blöcke hier einfach mal hingezogen. Ich setze mir jetzt davor jeweils zwei normale Stufen ran. Hier an der Seite dann eine umgedrehte Treppe einmal ran und dann hier hinten setze ich mir ganz normale Treppen hin. Aber wo jetzt die umgedrehte kommt, mache ich so, dass die sich hier so ein bisschen aneckt. So, an der Seite genau das gleiche Spiel. Also erstmal setzen wir zwei normale Stufen hin. Hier an der Seite dann eine umgedrehte Treppe und dahinter, zack, normale Treppen ran. Aber wo die umgedrehte ist, machen wir so, dass sie sich hier ein bisschen anschließt. Weiter geht's nun mit den großen Tragflächen, die wir haben. Die wollen wir natürlich auch noch ein bisschen bearbeiten. Erstmal geht's mit den Steintreppen ran. Wir setzen einmal auf der Rückseite von unseren Tragflächen jeweils so ganz normale Steintreppen einfach mal vorne, also hinten ran. So, ganz normal. Zack, ziehen wir sie hier hinten einmal ran. Wenn wir das soweit haben, geht's an unsere Stufen. Und zwar setzen wir uns hier auf den Tragflächen nochmal so das gleiche Muster, was wir jetzt, sag ich mal, hier hatten mit diesem 3x3. So, das zeichnen wir uns hier einmal komplett so lang. Und dann würde ich sagen, lasse ich an der Seite mir einen Blockreihe so ein bisschen überstehen und kann dann hier den Rest einfach mal mit den Stufen bedecken. Das machen wir aber nicht nur auf der Oberseite, nein, auch auf der Unterseite wollen wir das Ganze einmal machen. Also auch hier gleiches Spiel mit diesen drei Stufen, die uns hier jedes Mal so ein bisschen langziehen. Und hier unten auf der Unterseite lassen wir uns dann auch nochmal eine Reihe ein bisschen überstehen und können den Rest dann hier unter unserer Tragfläche auch nochmal mit den Stufen ausfüllen. Okay, wenn wir das dann soweit haben, geht es natürlich jetzt auf die andere Seite von unserer Tragfläche. Da wollen wir das gleiche Spiel natürlich auch nochmal machen. Ne, ganz einfach, wir kennzeichnen uns das hier wieder mit diesen, ja, unseren Dreierstufen. Ne, hier am Ende lassen wir dann halt einen Blockreihe so ein bisschen überstehen. Dann können wir natürlich hier einmal diese Fläche ausfüllen. Und wenn wir die Tragfläche haben, machen wir das gleiche Spiel dann nochmal auf der Unterseite. Wenn wir denn diese Tragfläche damit abgeschlossen haben, geht es weiter, dass wir, würde ich mal sagen, uns einmal unsere Steinknöpfe rausnehmen. Wir können jeweils hier vor diesen hellgrauen Beton, den wir so ein bisschen so an den Tragflächen noch nach vorne gezogen haben, jeweils vorne in der Mitte einmal einen Steinknopf platzieren. Und dann können wir noch hier einmal in unseren Rädern von unserem Bomber auch nochmal die Knöpfe einmal ransetzen. Wenn wir die Knöpfe einmal rangesetzt haben, wollen wir jetzt die Propeller an unserem Bomber platzieren. So, wir hatten ja, sag ich mal, hier gerade eben die Steinknöpfe uns einmal ran platziert. Jetzt starten wir mal einmal unsere Steinblöcke und setzen jeweils, jetzt würde ich mal sagen, hier so, ja, würde ich mal sagen, an der Seite zwei Blöcke ran. Hier oben dann nochmal so ein Block ran und dann hier oben drauf nochmal drei weitere Blöcke. So, das machen wir auf der Unterseite genauso. Einfach so, zack, drei Blöcke setzen wir dann hier einfach mal ran. Dann geht es an diesen ran, wo wir, sag ich mal, nur zwei Blöcke so nach vorne gesetzt haben. Da setzt ihr hier auf der einen Seite zwei Blöcke hin, auf der anderen Seite einen und insgesamt oben drauf dann so, ja, drei Blöcke, ne, so dass halt einer noch vorne übersteht und das gleiche Spiel dann auch nochmal hier auf der Unterseite setzen wir dann auch nochmal drei weitere Blöcke ran. Das Spiel machen wir natürlich auch nochmal auf der anderen Seite. So, wir setzen jeweils hier oben drauf, würde ich mal sagen, drei weitere Blöcke, ne, so dass vorne halt der eine übersteht mit dem Knopf. So, immer hier zur Außenseite können wir dann wieder zwei Blöcke ransetzen und auf der Innenseite hier zum Flugzeug hin jeweils ein Block. So, auf der Unterseite jetzt hier wollen wir natürlich dann auch wieder drei weitere Steinblöcke uns hier einmal ein bisschen platzieren. Super, wenn wir das denn so weit haben, geht es weiter, dass wir uns die Propeller ein bisschen noch mehr verkleinern wollen. Aber wir können jetzt erstmal den Propeller an sich ransetzen. Ja, und wie gesagt, habe ich ja gesagt, das ist ja so ein bisschen Geschmackssache, was man da nehmen möchte von der Farbe. Ich nehme jetzt einfach mal erstmal das Eichenzaunmaterial, um meine Propeller ein bisschen darzustellen. Man kann auch gerne andere Zäune nehmen, wenn die Farbe natürlich einem jetzt nicht gefallen sollte. Vielleicht ändere ich das auch noch, ich weiß es nicht. Ich nehme es jetzt einfach erstmal als Beispiel, was man da nehmen kann. Ne? So als Propeller ein bisschen. Ich finde, das passt am besten. Ich habe ja alles probiert mit Glas und Eisengitter, aber das sah nicht so aus. Ne? Oder auch mit Stufen. Nee, wollte ich nicht. Von daher bin ich jetzt wieder zum Zaun für die Propeller einfach mal gegangen. Und ja, gefällt mir an sich. Ne? So, gucken. So können wir ganz einfach hier, zack, uns das ein bisschen zurechtzeichnen. Wunderbar. So könnte man das Ganze schon lassen, aber ich möchte ein bisschen die Propeller noch bearbeiten. Und zwar, wir nehmen uns nochmal unsere Steintreppen zur Hand. Und zwar platziere ich jetzt jeweils hier an den Seiten nochmal hier einfach mal ganz normal die Treppen ran. Und auf der Rückseite von unserem Propeller können wir hier nochmal, zack, so eine extra Treppe ransetzen. Ich finde, das wirkt ein bisschen besser. Dann sehen die Propeller ein bisschen dicker aus und oh, die sollen ja auch die Maschine halten, ne? Wer weiß, wo die hinfliegt. So, das machen wir natürlich hier einmal wie immer auf der Oberseite, wie natürlich dann hier auf der Unterseite setzen wir dann hier noch so ein paar weitere Treppen ran. So, ich mache hier einmal die eine Seite mal fix mit euch fertig. Dann kann man das immer sich ein bisschen angucken. Man könnte vielleicht auch das so machen, dass sich das hier ein bisschen aneckt. Ich weiß nicht, ich hebe das ein bisschen hervor. Ja, das wirkt doch schon besser, ne? Wenn wir, sagen wir mal, auf der Vorderseite das anecken, aber auf der Rückseite lassen wir halt die Lücken hier frei und setzen da einfach nur die Stufen hin. So, den anderen habe ich auch nochmal gemacht. Doch, das sieht ein bisschen besser aus. Können wir ruhig machen.
Ich habe jetzt die Propeller auf beiden Seiten natürlich hier einmal fertig gebastelt, ne? Ging ja relativ fix hier, die Treppen einfach an den Seiten hier so ein bisschen zu platzieren. Jetzt haben wir natürlich noch den Hebel übrig. Den Hebel wollte ich gerne hier an der Seite der Tragflächen hier so ganz außen mir einmal platzieren. Beim Original, ne, Frau Spiele-App mäßig oder auch in der Folge, sah man da irgendwie so eine Spitze an der Seite. Ich weiß nicht genau, wie man das so hier in Minecraft so darstellen kann. Ich habe nicht so was jetzt gefunden, was halt so spitz ist. Von daher nehme ich einfach mal den Hebel. Den kann ja sein, das Modell steht ja hier schon ein paar Jahre. Von daher ist das vielleicht schon ein bisschen gebogen hier und zack, biegt sie so ein bisschen nach unten. Naja. So, jedenfalls ist das der Bomber, der auf dem Gelände stand, wo Lisa und Bart so dran befestigt sind. Vielleicht ändere ich doch nochmal das Soundmaterial. Das wirkt doch ein bisschen zu hell. Warte mal, wir können ja einfach mal hier ein bisschen zaubern. Ne? Warte mal, ich nehme mal etwas dunkleres Material. Katsching! So, gezaubert ein bisschen. Ja, ein bisschen dunkles Material, das wirkt doch ein bisschen besser. Ich habe hier die eine Seite nochmal kurz so gelassen zum Vergleich. Ja, doch. Ne? Naja, wie gesagt, ist Geschmackssache. Ich glaube, ich ändere es jetzt nochmal. Etwas dunkleres gefällt mir doch ein bisschen besser. Und fertig haben wir unseren Bomber, der auf dem Gelände von unserer Rummelwood-Akademie stand. Na, er ist nicht mehr ganz funktionstätig, aber ich denke mal, zum Propeller anwerfen und ein paar Kadetten daran zu binden, dafür reicht das Ganze noch. Ja, jedenfalls ist das auch mein erster Weltkriegsbomber, den ich hier gebaut habe. Mein erster richtiger Flieger hier. Ich hoffe, ihr seid damit ein bisschen zufrieden. Ja, und dann ansonsten gucken wir, was noch kommt. Es kommen noch so ein paar kleine Sportanlagen, die wir hier auf dem Gelände uns noch platzieren wollen. Aber das ist heutzutage Hauptsache Deko hier. Das habe ich jetzt natürlich hier nicht eingerichtet, weil... In der Folge haben sie auch nicht gezeigt, wie das aussieht. Und ich habe jetzt nicht so Hintergrundwissen, wie, sage ich mal, so ein Bomber von innen drin gestaltet ist. Ja, aber jedenfalls so für meinen ersten Bomber bin ich doch ganz zufrieden damit. Ja, ansonsten stelle ich mich dann hier wieder vor unserem Bomber ein bisschen Safety hin. Ich guck mal, wo Bart und Lisa ist. Vielleicht wollen sie noch eine Runde drehen. Ja, aber ansonsten, ich stehe da vor dem Safety. Und wir hören uns dann wie immer zur nächsten Folge wieder. Also, haust rein und tschüss.